Hallo ihr normalen Männer, willkommen bei der gepflegten L-Mode Unterhaltung. Grüß Gott bei L-Mode, kommt mit. So Leute, heute gibt's again einen Boxhandschuh-Test. So, und welchen Handschuh haben wir heute am Start? Von Leonie, keine Ahnung, ich bin kein Italiener, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall, Leonie steht drauf, sprechen wir es Deutsch aus. Der Il Tecnico, also der auf Deutsch, der Technische. So, ich hatte ja vor längerer Zeit schon mal den Leonie 1947, diesen Sakara Edition getestet. Und den habe ich bis heute im Gebrauch, 5, 6, 7 Mal die Woche. Und der Handschuh ist einfach Bombe, echt, ich bin echt begeistert. Das Einzige, was passiert ist, ein bisschen die Polsterung gerissen. Aber der ist auch nur 10 Unzen und ich habe einen harten Punch. So, nicht schlimm, aber der Handschuh passt wie angegossen. Das ist leider bei dem Il Tecnico leider nicht so ganz der Fall. Mir hat der auf Amazon eigentlich ganz gut gefallen. Machen wir ihn mal zu. Sieht ja optisch auch echt cool aus. Und ich dachte irgendwie, weil hier dieses Handgelenkstück ein bisschen länger ist, gibt es ein bisschen mehr Halt und Stabilität am Handgelenk. Aber das ist leider irgendwie nicht so. Nochmal reinschlupft. Das geht schon weit runter. Aber man kann das, weil dieses Stück mit dem Klettverschluss ist ein bisschen kurz und man kann das nicht richtig schön festziehen. Und der Handschuh liegt auch nicht schön an. Hier. Gefällt mir einfach nicht. Der liegt einfach nicht schön am Handgelenk an. Hier verdrückt sich ein bisschen das Material. Gibt Druckstellen. Und das ist auch der Grund, warum ich den Handschuh eigentlich wieder zurückschicke, weil das gefällt mir so irgendwie gar nicht. Ansonsten innen drin, das Feeling innen drin ist schon angenehm, sehr gut. Vielleicht ein bisschen groß für einen 12-Unzen Handschuh. Also ich wackel schon innen drin und ich habe eine große Hand. Das gefällt mir auch nicht so. Minimiert sie vielleicht ein bisschen mit den Bandagen, wer weiß. Ansonsten, hier das Leder ist alles weich. Das hat man oft, dass es hier an dieser Naht, am Daumen, das drückt und es tut dann irgendwann weh und es schläft der Daumen an. Du hast dann permanente Druckstelle und der drückt dieses Blut ab und es ist echt eklig. Hat mir hier nichts, das ist alles weiches Leder. Da muss ich schon sagen, da ist er bequem, aber hier unten nicht mein Ding. Ich würde sagen, der Gewicht von dem Handschuh ist immer wichtig. Ich hatte schon Handschuhe mit 14 Unzen, die waren so schwer, das ist wie ein Stein, das ist echt brutal, da hält man keine Trainingseinheit durch, da fällt dann die Schulter ab. Also wiegen wir mal den Handschuh, was einer wiegt. Also ein Handschuh wiegt 378 Gramm, das geht eigentlich noch. Ich habe schon Handschuhe gehabt, die haben über 400 gewogen. Der Handschuh ist komplett aus Büffelleder gefertigt, italienisches Büffelleder. Hier innen drin. Das finde ich ist eigentlich bei den Handschuhen auch immer ein bisschen scheiße, dieser Plastikstoff, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist totaler Mist, das ist immer nass, das trocknet gar nicht richtig. Ich habe schon Handschuhe gehabt, da war das so Mikrofaserstoff und es war übertrieben geil mit diesem Mikrofaser, aber nicht mit diesem unangenehmen Plastikscheiß. Ansonsten hatten wir hier innen drin Mesh-Gewebe. Atmungsaktiv ist halt die Frage, wie atmungsaktiv, wenn drüber eine Schicht mit Leder ist, ob es überhaupt bringt. Aber es ist auf jeden Fall angenehm, das drückt nicht. Man hat auch hier innen drin überall dieses Mesh, dass es atmen kann. Dann fängt der Handschuh auch nicht so scharf mit Stinken, die Hände werden nicht schwitzig. Der Daumen ist angenäht, auch eine ziemlich coole Sache. Hier drin kann man nochmal lesen. Il Tecnico. Ansonsten, das Design gefällt mir eigentlich echt gut. Hier das 2WP, das heißt eigentlich Double Wrist Padding, das heißt einfach nur, dass man hier unten, dass das Handgelenk Polsterung, dass sie ein bisschen runtergezogen ist, dass man hier auch ein Stück Handgelenkpolsterung hat. Brauchen wir es nicht, ich weiß es nicht. Also der Handschuh kostet auf Amazon, je nachdem wie viel Unzen man möchte, zwischen 77 und 82 Euro. Es ist viel Geld für den Boxhandschuh, aber ich denke für den Preis bekommt man bessere Handschuhe. Der ist jetzt nicht schlecht, aber ich habe ihn ausgepackt, ich habe mich echt gefreut und ich habe ihn ausgepackt und ich dachte, der erste Eindruck, was ich hatte, ja okay, das sieht schon irgendwie billig gefertigt aus für den Preis, der ist irgendwie echt zu teuer und ich habe ihn noch nicht mal angehabt, nur die Packung aufgemacht.
Und es ist eventuell auch so. Ich habe ihn natürlich jetzt nicht im Gebrauch, weil ich ihn wieder zurückschicke. Aber es sieht echt nicht so hochwertig gefertigt aus. Und riecht auch irgendwie so. Ich kann es gar nicht beschreiben. So. Nicht dieser typische Ledergeruch, sondern so ein bisschen nach Plastikleder, wie diese Wish China Gadget Scheiße da. Also auch nicht so angenehm. Der liegt hier schon seit 3 Tagen offen und sollte er nicht ausgelüftet haben, hat er aber irgendwie nicht. So Leute, das soll es gewesen sein für heute mit den Leone Il Tecnico Boxhandschuhen. Ich denke, ihr wisst jetzt alles, was ihr wissen müsst, ob sich ein Kauf lohnt oder nicht. Für mich hat es sich nicht gelohnt. Für den Preis kriegt ihr auf jeden Fall bessere Handschuhe. Aber nichtsdestotrotz, Leone ist keine schlechte Marke. Ich packe euch hinten drin noch ein Bild rein mit den ganzen technischen Stats, was der Handschuh so hat. Ansonsten Leute, bleibt fit, bleibt stark, bleibt gesund, ernährt euch gesund, geht boxen, geht trainieren, growt und checkt auch mein Instagram aus. Ich blende es oben ein auf lmode_official. Also Leute, bis dann!